Das Bein hat auf jeden Fall nichts. Dorians Code. Geil. Wir haben unser Code gefunden. Also, let's go. Finger rein. Back online over here, Doc. It's your toy, so what do I do with it? You should see a circular opening big enough to stick your arm into. Yeah, I got it. So, stick your arm into it. Arms in. Now, what do I... Doc, is it supposed to grab on? Just relax. It has to keep you steady, so we can take the sample safely. Sure. Da kommt aber etwas auf mich zu. Ticket. Are there worm-like things wriggling around in it? What? Kidding. We're good. You're a real sadist, Doc. You know that? Alright. I'm head out. Okay. Hau ab, sagen sie. Noch einmal. Hey Doc, I think it's time I got back. Whoa, not so fast. I still need the equipment to perform the analysis. It's called a blood drive. Looks like a laptop. And it's full of important info, yeah? Fine. Whoa. Where is it? Hopefully at the lifeguard HQ. I sent someone to retrieve it from the pier, but lost contact. Oh, outside the CDC. All right, I'll look. Kann es sein, dass wir dort jetzt hinkommen? So, wir waren jetzt... Ach du Scheiße, wir gehen da jetzt hin. Oh, I like it. Okay, wir sind hier eigentlich herstellen. Wir haben eigentlich alles. Ne, warte mal, herstellen. Revolver, nein. Maschinenpistole, nein. Sturmgewehr. Perfekt. So, dann würde ich mal sagen. Bei Nacht sieht das auf jeden Fall am schönsten aus. CDC-Entsorgungsschlüssel erforderlich. Markiert? Yes. Doc, you're smiling, so it must be good news, right? So, myself and Dr. Myers checked your results twice, thoroughly, and we both came to the same conclusion. I'm very sorry, but you've tested positive. Okay. Now, we have phone lines ready if there's anyone you'd like to talk to. Otherwise, we have grief counselors who have been very helpful with this sort of diagnosis. They may be able to help you find some, well, some resolution. Sure. So, when can I get out of here? Yeah. Well, I'm afraid that's impossible. And because we're still figuring out the nature of the infection, we unfortunately can't offer you much time today. We've already had to... What are you talking about? I feel fine. Well, we've had to notify the medical examiner, and it is likely he's going to want to do an autopsy, giving the, well, the nature of your infection. We do have a menu prepared when you're ready. No. All right, Sergeant. Yeah, I'm not going to let you people cut me apart. You're wrong. I'm fine. All right, stop him. Hey. Ei, okay. Mann, wie schön. Santa Monica. I like it. Raus. Solche Arschlöcher, weißt du? Kann man da denn rauf eigentlich, oder? Mann, das sieht so schön aus. Da ist ein Boot, warte mal. Oder?
So, jetzt müsste das Feuer schon aus sein. Ich glaube nicht, dass wir da oben rauf können. Glaube ich nicht. Aber da ist ein Turm. Ob wir da rauf können? Ich weiß es nicht. Nee. Ach, schade, hätte ja sein können. Von den Legierungen haben wir bisher auch schon 99. Dein Gesicht, wie sieht das denn aus? Oh, oh mein Gott, schon besser. So, wo muss ich hin? Dahin. Dann machen wir das. Oh, warte mal, hier möchte ich aber auf. Ich will auch ein Rettungsschwimmer sein. So. Können wir jetzt ein bisschen Baywatch spielen? Hätten sie auch einen Miniboss hinstellen können. Ach. Ja, hätte man. Bericht. Okay, Bericht B14. Hi Alice, komme gerade rein. Laut dem Vektor ist es, mal sehen, ja, laut Vektor Stunde 0 plus 56. Der POTUS hat vor etwa 4 Stunden den Notstand ausgerufen und streng geheime Verordnungen erlassen. Bislang läuft alles glatt. Unsere Logistikteams rücken mit Containment Ausrüstung an. Und niemand stellt großartige Frage. Sorry. Monika 1, 2 und 3 sind fast komplett und sicher. Die Screening-Systeme sollten innerhalb einer Stunde online sein. Die Basis Phobe liegt hinter dem Zeitplan zurück. Züge sind doch problematischer als angenommen. Aber wir sollten in der Lage sein, Minderjährige innerhalb von 8 Stunden zu erfassen und evakuieren. Ich stehe zu unserer Abmachung. Wir holen die jungen Leute da auf jeden Fall raus. Ich checke jetzt mal die Evakuierungskorridore. Alles rollt gut an, aber die örtlichen Befehlsgeber halten sich nicht immer an die Vorgaben. Und ich kann denen wohl kaum sagen, dass ich bereits Erfahrung mit Zombie-Ausbrüchen habe, oder? Ich lasse vor Sonnenuntergang wieder von mir hören. B14 meldet sich ab. Hey. Ich glaube, hier hat jemand nach Hilfe gerufen. Hey, ich bin da. Was ist los? Hey, Mister. Ich dachte gerade, Sie sind nackig, aber hey, Sie haben nur eine beige Hose an. Arschloch. Hey. Da wird kein Müll gefressen. Mein Gott. Wenn, dann frisst was Ordentliches. Und zwar Menschenfleisch. Let's go! Hey, ich wollte dich gerade treten, aber irgendwie ging das nicht. Sie ist tot. Sollen wir mal schauen und nachher spielen wir vielleicht noch ein bisschen Dead by Daylight. Also wer mitmachen möchte. Wird wahrscheinlich eh keiner sein. Aber ich fahr trotzdem immer nach. Da ist nichts drin. Schade. Auch. Okay. Ich dachte, von der Seite kann ich es vielleicht öffnen. Guck mal, die Flammen sind übergesprungen.
Also funktioniert das, was ich gemacht habe. Die lassen wir fressen. Oder nee, warte mal. Sollte ausreichen. Zu kaputt zum Zocken. Eieiei. Schade. Mal gucken, kann der mit Strom umgehen? Ja, kann er. Kann er aber auch hiermit umgehen? Nein, kann er nicht. Helm ab. Mach deinen verkackten Helm ab. Just when it couldn't get any weirder, I'm hearing whales. Walgesänge. Wir machen es ganz einfach. Alles richtig gemacht. Oh, warte mal. Einer ist noch da. Geht das? Die Frage ist... Okay, nichts passiert. Da auch nicht. Puh. Birds. Weg mit dir. Eine Gitarre. So, welche Waffe können wir wegschmeißen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, die hier. Safe. So, safe haben wir. Der Raum müsste jetzt leer sein. Ja, ja. Nicht wieder aus, um zu schauen. Zwei Sachen können wir hier noch. Energy Drink. Oh shit. Ich lauf falsch. Nein. Oh, dann haben wir Glück gehabt. Ich habe die Umdrehung gerade ein bisschen blöd genommen. Junge, wie sich das anhört. Ah, da sind die Großen. I see. Du scheinst ein bisschen angekokelt zu sein. Du scheinst normal zu sein. Was mit dir? Okay, keine Lippen. Alles klar. Ja, natürlich werde ich das gleich öffnen. Aber zu 100%. Randy spinnt, siehst du, wir brauchen Schlüssel. Das heißt, ich bin dazu. Oder ich werde dazu angehalten. Die zu töten. Aber hey, gar kein Problem. Wir könnten. Das Zerschießen geht es, glaube ich, auf. Wir könnten aber zuerst mal hier drücken. Und ein bisschen Strom machen. Okay, da sind sie jetzt durchgekommen. Laufen! Stehen bleiben! Ah!
Ach komm, leck mich am Arsch. Komm, Bock, dass ich hier sterbe. Über Kopfschmetterer. Was war das? Ach, hier. Über Kopfschmetterer. Lass krachen. Drücke im Rasereimodus Q, um loszulassen, um einen mächtigen Brunschlag zu entfesseln. Jetzt haben wir Brüllaffen. Nehmen wir aber lieber das in Kauf. Oh, warte mal. Wo ist denn hier mein Wasserkanister? Der eine stand da vorne, aber der ist jetzt leider hinüber. Der hier stand einer, aber der ist gerade weg. Wasser, Wasser, Wasser. Okay. Die schleppe ich da jetzt nicht hinterher. Ah, okay, ist auch schon so ausgegangen. Perfekt. Und wo kommt das denn? So, hoch kommen wir nicht. Ach so, das Auto. Das ist eine Safe Zone, ist das. Aber ich sehe niemanden. Wir gehen einfach rein. Schluss mit dem Gewinsel. Lagerspind. Schnelle Reise. Der allmächtige Bondi. Zephron, I did it. I locked the pier checkpoint. It's contained. Idiot. You need to get back there and unlock it. What? Reed needs the data vault. Oh, oh God. Oh. I'm well aware that. What is that noise? Das ist das, meine ich, dieses Kreischen. Ach, Bondi. So. Das können wir noch nicht nehmen. Das werfen wir erstmal rein. Alles klar. So, Wahlgesang deaktivieren. Doc, there's no one at the HQ. Damn it. That means Dr. Bondi didn't make it. The blood drive must still be at the end of the pier. End of the pier. If you're so sure, I'll look. Right. Just be careful. Fear was locked down, but Bundy had the key. Try to find him. Bundy. All right. 5000 EP und wir haben wieder Überlebende. Oh, wir haben einen neuen Slot freigeschaltet. Na, heiß. Ich würde sagen, irgendwas mit Gesundheit. Genau, das mit dem Herzfressen, das passt. Okay, hier ist natürlich nichts. Wir gehen raus. Warte mal, Waffen haben wir eigentlich so viele, gell? Ich kenne ja, guck mal hier. Das sind Sachen, die können wir wegschmeißen. So, was? Das hier habe ich bisher noch nie gemacht. Upgraden.
Blitz hatte ich schon lange nicht mehr. Erhöht den Schaden. Ja, nehmen wir mit. Im Ausgleich dazu. Okay, der kann mehrfach gestapelt werden. Okay, das ist gut. Sehen wir denn da? Das kann ich alles nicht, weil ich keine regenerierendes Gewebe habe. Wenn... Nee, warte. Das hier, dass es gestapelt werden kann. So, jetzt haben wir ein paar Ressourcen wieder aufgebraucht. Bam, passt. So, wir müssen dahin. Ja. Hä, wieso geht das nicht? Ich kann das hier einzacken. Das Spiel sagt nein. I'm getting real tired of this goose chase. Hier aber nur einen riesigen Parkplatz. Ob ich den durchsuchen müsste? Ja, okay, wobei. Da hinten wird Feuer gespuckt von einem Fetten, so wie es aussieht. Das könnt ihr erstmal außer Acht lassen. Echt? Oh, ich glaube nicht. Der ein oder andere müsste erstmal mit seiner Angst kämpfen, weil es hier Clowns gibt. Das heißt, jeder, der hier diese komische Clowns-Phobie hat, Hi, come on. Schwierig. Friends. It's Bundy, I want. Bundy? Bundy, man of the hour. Wer ist denn Bundy von denen? Das ist Bundy. Hier, Bundy, fang. Dein Scheiße Ernst? Ach Scheiße, der ist ja immun dagegen. Was für ein Ding? Du kannst es nicht drin behalten. Halt im Rasereimodus Q, um kaustische Galle auf nicht sahnende Zombies zu kotzen. Nicht sahnende Zombies zu kotzen. What the fuck, Mann? Und hier haben wir den die Generalschlüsselkarte. Das, was wir benötigen. Um zu den Clowns zu gelangen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oha, hier ist ein Helikopter abgestürzt. Jesus. Oh mein Gott. Wo sind die Piloten? Ich hoffe, die haben überlebt.
Scheint alles verlassen zu sein. Da hieß ja gar nichts. Da gehen wir ein andermal, glaube ich, hoch. Oder ich glaube, warte mal, wir kommen da gar nicht lang. Okay, da kommen wir aber lang. So, wir gehen rein. Slip on through the shadows and find this laptop. Schade, dass wir hier nicht rein können. Damit habe ich jetzt gerechnet, dass wir im Helikopter drin irgendetwas finden können. Wo genau? Ein Polizist. Siehst du, hätten wir nicht alles durchsucht, hätten wir das hier gar nicht gefunden. So, eine Batterie. Wir müssen hier... Nein! Oh, ich drücke V. Hahaha, witzig. Ich muss doch F drücken. Ich vergesse es immer wieder. So, jetzt sollten, glaube ich, alle entschärft sein. Boah, zum Glück. Sturmschrotflinte. Ah, schlechter als meine jetzige. So, ansonsten... Okay, das ist klar. Hier Batterie, aber brauche ich nicht. Da müssen wir rein. Aber zuerst schauen wir uns hier nochmal komplett um. Luft ablassen. Da kommt ein Zombie raus. So, falls da draußen jemand ist, bitte helft mir. Die Evakuierungsstelle ist gefallen, aber ich schätze, das wisst ihr schon. Die anderen haben versucht zu fliehen, aber dieses Monster war zu schnell und hat angefangen, sie in Stücke zu reißen. Ich konnte meine Sachen nicht zurücklassen, deshalb habe ich mich versteckt, weil mich keins dieser Dinge finden konnte. Aber als die Gelegenheit kam und ich mich rausschleichen wollte, waren alle Zäune verrammelt. Und diese Dinger haben sich schon auf der anderen Seite zusammengerottet. Ich bin am Verhungern, das Wasser ist alle. Ich kann kaum schlafen wegen diesem verdammten Lachen. Der einzige Lichtblick ist, dass meine Sachen in Sicherheit sind. Ich weiß, dass es da draußen noch Menschen gibt. Das muss es einfach. Also, falls das hier jemand findet, ich brauche jemanden, der mir den Weg frei macht. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch in diesem Luftschacht aushalte. Preston, also, wie kriege ich diesen Mist jetzt hier raus? So, und passt mal auf, wer jetzt rauskommt. Preston, hey, wie geht's, mein Guter? Na, hast wohl doch nicht ausgehalten. Prestons Safe-Schlüssel. Und was haben wir hier? Prestons Safe. Jesus. Siehst du, hat sich gelohnt, dass wir hier waren. Wir haben Preston getötet. Und das Lachen kommt auf jeden Fall von dort, weil dort Clowns sind. Und ich weiß, dass Clowns kommen, weil ich das im Trailer gesehen habe. Diese coolen, hässlichen, lachenden Typen. Aber man hat die nur ganz kurz gesehen.
Ah, nice. Wir haben eine Abkürzung. Also, falls wir jetzt nochmal hier rausfahren. Ocean Park, let's go. Möge das Lachen beginnen. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? That sounds new. Ja. Ob ich schon mal gestorben bin? Natürlich. Dann hast du, glaube ich, nie die ganze Zeit hingeguckt. Aber ich bin schon öfters gestorben. Gerade zum Anfang hin, als ich da, ich habe die Energiebalken der Zombies ausgehabt. Und manchmal kamen Zombies auf mich zugelaufen, die hatten Totenkopf oben drüber. Totenkopf bedeutet wirklich Totenkopf. Ein Hit und ich war tot. Also no joke, ich war komplett hinüber. Die mussten mich nur einmal treffen, ich war tot. So einer, alles klar. Aber beim nächsten Run werde ich nicht sterben, das kann ich jetzt schon sagen. Ich werde ja mit jedem einzelnen Charakter das Spiel durchspielen, um alle Errungenschaften zu kriegen, damit ich das auf jeden Fall auf 100% kriege, das Game. Schilderpfosten. Ja. Und was haben wir hier? Fleischverarbeitung. Ja, das bin ich. Wow. Oh. Yes.